Drei verschiedene Trikotsätze, die haben die Kölner Haie in jeder Saison. Die ersten beiden Trikots, ganz klar, in den Vereinsfarben Rot und Weiß. Das dritte Trikot hingegen muss eine andere Farbe bekommen. Warum, weiß Olli Hülsenbusch, Marketingchef der Haie. Ja, insgesamt gibt es halt pro Saison erstmal drei Trikots, Heim-, Auswärts- und sogenanntes Ausweich- oder Third-Trikot. Ein Heimtrikot beispielsweise muss normalerweise zu 80% aus einer dunklen Farbe bestehen, sollte halt insgesamt eine dunkle Erscheinung haben, deswegen dieser Anteil der Farbe. Manche Clubs haben getauscht, das heißt, bei denen ist das Heimtrikot hell, aber bei uns schon seit Jahren und auch gut so, weil wir halt in einem schönen Rot zu Hause spielen wollen, ist unser Heimtrikot in Rot gehalten, das Auswärtstrikot in Weiß, damit sind wir halt bei den klassischen Kölner Farben. Ist vor ein paar Jahren von der DEL eingeführt worden, dass jede Mannschaft halt auch ein drittes Trikot bereitstellen muss. Ursache lag darin, dass oftmals die Heim- und Auswärtstrikots der gegnerischen Mannschaften zu geringfügige Unterscheidungsmerkmale hatten. Heißt, musste das Team in der Lage sein, ein drittes Trikot zu haben, was sich dann halt farblich etwas deutlicher von der anderen Mannschaft absetzt und dementsprechend auch nicht aus den Farbspektren des Heim- und Auswärtstrikots stammen darf. Jeder echte Haie-Fan erinnert sich natürlich an die Meistersaison 1995. In ungewohnt gelben Trikots konnten die Haie einen Sieg nach dem nächsten erringen. Soweit ich weiß, war das Promark-Trikot damals, das Gelb-Schwarze, das Einzige in der Vereinsgeschichte, wo man halt nicht die eigentlichen Vereinsfarben auch auf dem Trikot wiederfand, sondern die Farben eines Sponsors. Hat es, glaube ich, so in der Form, zumindest bei dem offiziellen Heim- und Auswärtstrikot, nicht mehr gegeben. Also wir sind rot, weiß und schwarz und das sollten eigentlich auch unsere Trikots zeigen. Thema Sondertrikot sehen wir ein bisschen differenzierter als manch anderer Club. Also wir wollen nicht zu jedem x-beliebigen Anlass, sei es Halloween, sei es Weihnachten. Viele fordern auch schon mal ein Karnevalstrikot bei uns. Wir wollen nicht zu jedem x-beliebigen Anlass dem Fan nochmal ein neues Trikot anbieten. Wenn wir ein Sondertrikot machen, dann hat es einen deutlichen Anlass. Wie in dieser Saison, wo wir unser 40-Jähriges feiern, dass man dann halt hingeht und wirklich ein Sondertrikot macht, was es auch verdient hat, gemacht zu werden. Wir haben halt Nachbildung von dem Trikot aus dem Jahr 1975 mit dem ersten Hai, den die Haie auf der Brust getragen haben. Tolle Geschichte damals vom damaligen Torhüter, dem Herrn Horky, auch gezeichnet, dieser Hai. Das ist für uns ein Sondertrikot, ja? Das ist ein Anlass, ein Sondertrikot zu machen. Das Sondertrikot ist ab sofort im Fanshop des KEC erhältlich. Und zur Jubiläumssaison geben die Haie 40% Rabatt. Das Traditionstrikot kostet also nur 49 Euro. Um das Design der Trikots kümmert man sich beim KEC übrigens selber. Auch Fanwünsche werden hier immer wieder berücksichtigt. André Teichrib ist für die Umsetzung verantwortlich. Die Umsetzung bzw. Designs von den Trikots überlegen wir uns hier im Hause intern mit mehreren Personen. Jeder bringt eine Idee oder Gestaltungswünsche und zum Schluss entsteht etwas. Bei der Gestaltung müssen wir natürlich auf die Platzierung der Sponsoren achten und das Design und die Logos von den Sponsoren auch miteinander passen. Wir haben versucht, beim Rotton bzw. beim Design auf Ganzes zu achten. Mit Hose, Stutzen, Helm, Handschuhe, dass alles zusammenpasst und dass es alles gleichen Farbton hat. Alle aktuellen Haie-Trikots können im KEC-Fanshop erstanden werden. Viele Spielertrikots sind in allen Größen vorrätig. Und wenn ein bestimmtes Trikot einmal nicht vorrätig ist, kann es innerhalb weniger Wochen bestellt werden. Seit Euro-Umstellung haben wir halt einen stabilen Preis bei den Trikots und liegt halt bei 69 Euro für Kindertrikots, 82 für Erwachsenentrikots. Wenn man das jetzt vergleichen möchte mit einem Fußballtrikot, dann kann man bei einem Eishockeytrikot sagen, okay, das ist ein komplettes Trikot. Ja? Also im Fußballbereich muss der Fan oftmals halt noch den Aufdruck des Spielernamens und der Nummer separat zahlen. Bei uns halt schon inklusive, also da muss man nicht mal extra zahlen, nur um seinen Lieblingsspieler auf dem Trikot stehen zu haben. Novum in dieser Saison ist halt auch, dass wir endlich mal unsere Trikots mit einem traditionellen klassischen Schnürkragen angefertigt haben. Finde ich sehr, sehr schön. Hatte eigentlich die Befürchtung, dass bei den Spielern nicht so gut ankommt, aber auch da gibt es kein negatives Feedback. Den Fans gefällt es auch super und auch die Geschichte hat sich da nicht irgendwo nochmal auf den Verkaufspreis ausgewirkt. Also es ist schon deutlich aufwendiger, so ein Trikot mit einem Schnürkragen zu fertigen. Dennoch sind wir da auch beim Verkaufspreis stabil geblieben. Heute gegen Mannheim werden die Haie übrigens Trikot Nummer 3 tragen. Und das hat in der Saison schon Glück gebracht.
In diesem Trikot eroberte man die Tabellenführung und gewann beim Deutschen Meister in Berlin.